Und deine sind sehr ein bisschen zu ergreifend. Ich kann auch sagen, dass die aber auf dein Gesicht gelegen sind, hä? Nur eine davon. Und sie hat nur versucht, sich draufzulegen. Was geht hier vor? Mal'Ganis. Ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. Ich bin ein Schreckenslord, wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja. In seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, der mir lieb und teuer war. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Eure Runenklinge wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag es, Seelen zu verschlingen. Eure hat sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen. Was ist des Lichtkönigs Wille? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. So. Oh Gott, was kann... Ja. Übrigens, wo wir doch in der letzten Mission der Untoten waren, hat man doch Arthas weggehen sehen. Geschichtlich hat er seine ganzen Anhänger umgebracht, jeden, den er gefunden hat. Und viele sind zu Todesrittern geworden und er ist der oberste der Todesritter. Seid gegrüßt, Herr. Unser Meister Kel'Thuzad sagte uns, ihr würdet kommen. Kel'Thuzad? Woher konnte er wissen? Gebt Acht. Wenn die Bewohner eure untoten Begleiter sehen, werden sie die Wachen alarmieren. Übrigens, mal bloß zu deinem Helden. Der Krieger ist das finstere Gegenstück zum menschlichen Paladin. Er kann Todesmantel, Todespakt, unheilige Aura und Totenbelebung erlernen und ausschließlich Bodeneinheiten angreifen. Zu den Waffen! Im Nahkampf spielt er seine Stärken aus. Zurück, zurück! Du stirbst! Ich bin gefangen, das Netz. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg! Das ist doch nicht weg, das ist doch alles cool. Du hast nur noch 84 Hitpoints. Und dieser 14. Dude. Und dieser Dude macht Chaosschaden. Das ist der große Unterschied. Diese Hauptmänner hier machen Chaosschaden. Und jetzt darf ich mich auch verdünnisieren. Geh weg! Oder heil dich! Der Todesmantel. Danke. Ja, diese Hauptmänner haben es in sich. Auf Insane. Weil die machen Chaos-Damage. Nur so. Ach, wir spielen auf Insane. Ja! Weil es gibt nur Insane. Dammit. Und New. Wollen wir es auf New machen? Da ist es ein verbündeter Held ist gefallen. Nein. Okay. Können wir das überspringen? Ja. Weil gesehen haben wir es ja. Seid gegrüßt, Herr.
Unser Meister Kel'Thuzad sagte uns, ihr würdet kommen. Kel'Thuzad? Woher konnte er wissen? Gebt acht. Wenn die Bewohner eure untoten Begleiter sehen, werden sie die Wachen alarmieren. Die können Holy Light? Das ist ja voll unfair. Prinz Arthas, zu den Waffen! Das könnte jetzt interessant werden. Ich hab kein Mana mehr. Well played. Danke. Und nur so den können wir killen. Aber ab da wird's dann interessant. Oh Gott, ich mach bloß normalen Schaden. Ich mach nicht einmal Hero-Schaden. Na toll. Kein Mana. Kann ich nicht heilen. Pass auf. Hier immer noch nicht heilen. Wer will den Heiltrank? Ich nehme den Heiltrank. Jo. Ich bin genetzt. Panik! Stehst du doch drauf. Nein. Mana-Trank für dich. Mana-Trank. Leider. Oha. Hier ist ganz, ganz böse. Nee, jetzt aber mal kurz zum Lichtkönig. Der Lichtkönig war Ner'zhul und Ner'zhul war ein Ork. Und da kann ich auch kurz mal sagen, warum die Schreckenslords nicht unbedingt sterben können. Ner'zhul hat im zweiten Teil eine große Rolle gespielt, auch hier in diesem Teil. Die Begrabenen werden euch gute Dienste leisten. Da zeigt man sich, wieso ist eigentlich Ner'zhul ein Untoter geworden. Sagen wir es mal so, im zweiten Teil hat die Allianz gewonnen. Als auch im Add-on, da ist es dann in der Scherbenwelt zum großen Kampf auch gekommen und da ist Ner'zhul von Khadgar getötet worden. Und die Leute, die Chaosschaden oder von den Dämonen das Blut getrunken haben, das zum Beispiel Chaos-Orks, die sind dann zu, die haben dann ihre Kräfte auch. Ich werde eure Augen sein. Die sind zum Scouten da, weil schau mal, was da ist. Und die möchte ich jetzt nicht unbedingt feiern. Meine Augen. Nee, die patrouillieren hier entlang. Achso, und die sehen die Dinger nicht. Was muss offenbart werden? Und hier dürften eigentlich keine Ritter stehen? Ich gehe ungesehen. Tun sie aber. Mal sehen. Alles okay, wir soll können offenbart hier werden. Unten durch. Da ist schon mal einer. Und noch ein paar Kisten. Diese Bewohner werden garantiert. Was muss offenbart werden? Tun. Okay, die kommen jetzt. Und wenn die hier oben sind, dann können wir ja kurz mal runtergehen, den Akolyten holen. Jo. Und noch mal kurz zu Ner'zhul zurück. Und er ist ja gestorben. Und diese Seele ist zum Nether zurückgekehrt. Und da haben Tichondrius, Mal'Ganis und Varimatras auf ihn gewartet. Und haben ihn gefoltert, ein bisschen. Weil die brennende Legion... Okay, wir sollten... Weg. Zurück. Da sind jetzt der Dritte gespawnt. Ich werde eure Augen sein. Garfield. Ich schau mal rein. Mana und Heiltrank. Seht durch meine Augen. Und ich glaube, wir müssen hier dann runter, damit wir an diesen Rittern vorbeikommen, weil die können wir nicht killen.
Ja, pass auf. Mhm. Okay, die gehen jetzt. Go, go. Dann los. Ich nehme mal die Pots mit. Was muss offenbart werden? Ich glaube, wenn wir uns hier ganz in die Ecke stellen, hier unten, dann dürften wir sich, wo ich jetzt stehe, dürften die uns nicht angreifen. Weil müssen wir nur schauen, dass wir dann hier vorbeikommen. Ja, die sehen uns nicht. Geht weiter, da ist nix. Mal sehen. Okay, oh, go, 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 geh. Nimm du den großen Heiltrank hier vorbei. Ah. Diese Wachen triggern wir nicht. Nein. Dann gehen wir hier runter. Yes. Ich werde eure Augen sein. Ah, da sind sie. Niemand ist hier. Da steht auch noch was. Was muss offenbart werden? Ja, da wollen wir aber nicht hin. Mit denen wollen wir nicht kuscheln. Okay, jetzt könnte man hier hoch. Kann mal. Was? Ich will auch so ein Pferd. Lass mich aufsteigen. Go, go. Oh, Ring des Schutzes. Meins. Ich werde eure Augen sein. Ah, lass mal die gehen. Weil wir müssen hier sozusagen durch diese Bäume. Leck. Oh. Seht durch meine Augen. Ich werde eure Augen noch einen Schritt sein. Vorgehen. Seht durch meine Augen. Das ist halt jetzt so eine richtig schöne Gleichmission. Alles soll offenbart werden. Ich gehe ungesehen. Verstehe. Der macht auch. Ja. Was muss offenbart werden? Und auf der Minikarte sehen wir die roten Punkte, ich gehe wo ungesehen. Die ich schau mal rein. Unsere Leute sozusagen stehen. Alles soll offenbart werden. Ja, aber dann müssten wir da über links quasi. Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück, weil der andere jetzt hat die Stadtwachen pult. Seht durch meine Augen. Diese Stadtwachen machen ein bisschen viel Schaden. Weil die sind alle T3 Upgrades. Das ist uncool. Ich werde eure Augen sein. Und wie Mal'Ganis sagt, dann könnt ihr die einzelnen triggern? Nope. Weil wenn wir einen triggern, dann triggern wir alle. Mal sehen. Und übrigens nochmal zu dem, wo die Schreckenslot dann Ner'zhul gefoltert haben. Die haben den wirklich Tage, Wochen lang gefoltert, bis der nicht mehr konnte. Und dann haben sich die Hexenmeister, die auch noch mit ihm zum Nether zurückgekommen sind, wurden ebenfalls ein bisschen gefoltert. Er ist der Oberste dann geworden, weil er es dann gesagt hat, ja, ich möchte diese Folter nicht mehr, ich tu, was du willst. Kil'jaeden ist ein Dämonenlord, er ist eigentlich ein Draenei, aber Kil'jaeden hat dann gesagt, okay, und hat ihn dann in eine eiserne Rüstung gepackt und hat den Lichtkönig dann sozusagen erschaffen. Und auch die Runenklinge, die du hast. Und, was muss offenbart werden? Ja. Die, die ist. Da ist auch eine. Ja, du müsstest jetzt bloß den Weg frei machen, damit wir ein bisschen was. Dann können wir das schnell mal ein bisschen triggern. Die ganzen Sachen. Wenn, ja, diese Wachen müssen wir jetzt leider mal holen. Ja. Ich werde eure Augen sein. So, jetzt oben bleiben. Ungesehen. Und
Alles soll offenbart werden. In Northrend ist er dann auch in Eis versteinert worden, sozusagen. Der Lichtkönig. Und dieses war dann auch sein Gefängnis. Und von dort aus hat er sehr starke mentale Fähigkeiten erlernt, wo er Untote dann befehligen konnte, Untote erschaffen konnte. Und so hat er nach und nach sein Reich aufgebaut, und diese Hexenmeister, die ihm sehr treu waren, sind zu sogenannten Lichs geworden, die wir ja schon in der Menschenkampagne gesehen haben. Seht durch meine Augen. Ja, das ist interessant. So, wie stellen wir das jetzt am blödesten an? Wir triggern die und gehen zurück ein bisschen. Dann pullen wir noch die. So, gehen wir ein gutes Stück zurück. Ich werde eure Augen sein. Ich schau mal rein. Keiner will mit euch spielen, Stadtwachen. Und wie gesagt, Mal'Ganis ist jetzt halt auch zum wirbelnden Nether zurückgekommen. Und ist halt jetzt halt auch nicht ganz so was erfreut, dass der Lichtkönig sozusagen Verrat schon begangen hat. Aber die anderen Schreckenslord glauben ihm das nicht. Weil Tichondrius, der Schreckenslord, der uns jetzt sozusagen Befehle erteilt. Erhebt euch im Namen des Lichtkönigs. Oh, ich kann jetzt Magieschaden machen. Das ist cool. Kannst du normalen Schaden und zu Magieschaden wechseln. Das ist cool. So. Wieso hast du 3 Skelette bekommen? Finde ich unfair. Ausgleichende Gerechtigkeit hier. Was muss offenbart werden? Alles soll offenbart werden. Weil hier sind... Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Hier unten ist auch noch einer. Mal sehen. Und hier sind einige Banditen. Seht durch meine Augen. Akolyten. Alles soll offenbart werden. Gefangen haben. Müsst mal kurz mal diese Banditen, lauft! Ja, genau. Haut euch. Was muss offenbart werden? Genau, ihr macht das gut. Mal sehen. Jetzt können wir mit draufhauen. Ich habe einen großen Heiltrank. Oh, Skelett, nicht drauf gehen, nicht drauf gehen. Fuck! Ich habe den Skelett. Danke. Bitte. Wenn du einen Mana-Tank oder sowas brauchst, sag Bescheid. Ich hab einen Mana-Trank und einen großen Heiltrank. Ich bin relativ zufrieden. Ich hab einen normalen Mana-Trank, einen großen Mana-Trank, einen ganz normalen Heiltrank und einen großen Heiltrank. Und halt jetzt dringende Schutzes plus 2, weil der beim Pferd getroffen ist. Nö, ne, es ist. Ja, für dich eher besser. So. Und hier hinten wäre noch einer, aber da müssten wir Teamplay betreiben. Ja.
Ich werde eure Augen sein. Ja, ihr Bazooka auf den Verbündeten richten und dann abschießen und so. Ja. Irgendwie sowas war das. Ich warte auf dich. Seht durch meine Augen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Geht weg, geht weg. Vielleicht schauen zurückzugehen, weil wir haben den Akolyten. Oder ich weiß jetzt nicht, ob der da was droppt. Vielleicht krieg ich den ja. Down. Ich bin jetzt weg. Ja, da. Mit Arthas kann ich dann mal nochmal. Was muss offenbart werden? So. Vielleicht droppt der halt auch was Tolles, was wir brauchen könnten. Außerdem, der macht keinen Spinnenring. Erhöht die Beweglichkeit um 1. Was ist los? Könntest du vielleicht jetzt brauchen, oder soll ich? Ja, soll ich nicht sagen. Ich werde eure Augen sein. Deine Ghule können übrigens Kannibalismus. Heißt, die können Leichen mampfen. Und Leben dadurch regenerieren. Du hast deine Aura. Ich hab die Aura genommen. Die ist super. So. Jetzt kommt der schwierige Teil. Was muss offenbart werden? Freu dich schon mal. Klopfen wir mal ganz brav an. Was denn? Dein Ghoul oder dein Skelett? Oder beide. Mana-Trank. Kannst du auch haben, wenn du willst. Ich hab zwei normale. Okay, dann würde ich den nehmen. Ich hab halt nur noch einen. Na, kein Ghoul vor. Wo ist mein Schemen? Ah, da. Ich werde eure Augen sein. Weil ab hier wird's witzig. Ich gehe ungesehen. Ja, genau. Ich schau mal rein. Du seid ja nimmer ganz sauber. Seht oder? Durch meine Augen. Schau. Ja, alles klar. Alles Tech 3. Mal sehen. Ich oh, da haben sie das Ganze so übertrieben, weil ich hier kenne ich so, dass eigentlich vier von diesen Hauptmännern hier stehen. Was muss offenbart werden? Ich gehe ungesehen. Weil nämlich hier noch ein paar. Alles soll offenbart werden. Gefangen sind. Alles soll offenbart werden. Ich gehe ungesehen. Mal sehen. Was ich machen würde, ich würde runtergehen. Erst einmal hier den schauen, dass wir kriegen. Und dann hier runter erst einmal. Und das alles hier abgrasen. Oder wie würdest du es machen? Wie kriegen wir den? Wie ping ich nochmal? Mit Alt und linke Maustaste. Also weiß nicht, wie wir den hier oben kriegen. Wart, vielleicht krieg ich den. Man muss bloß. Yep. Den haben wir. Okay. Lass mich mal gucken. Dann geh ich wieder zurück. Ich werde eure Augen sein. Die Wachen hier alarmieren.
Ich schau mal rein. Kann ich umhauen? Mach mal auf schnell. So, ich soll vielleicht auch den richtigen Shortcut verwenden. Seht durch meine Augen. Mal sehen. Dieses Pferd hat garantiert auch was. Garantiert, wenn das andere schon einen Ring hatte, dann müssen wir das auch umknüppeln. Nein, es hat nichts. Was muss offenbart werden? Okay, da hinten ist eine Kiste. Die könnten wir uns aber holen. Wenn du willst. Seht durch meine Augen. Warte mal, das sind zwei Damen. Ah, die gehen. Hier ist eine Kiste, gleich hier. Da müssten wir die Bäume mit Angriffsbefehl mit den Ghoulen kaputt machen. Ich werde eure Augen sein. Hier ist auch nochmal so ein Akolyt. Seht durch meine Augen. Alles soll hier offenbart ist noch mal werden. Einer. Was ist los? Weil meistens sind irgendwelche interessanten Sachen da auch. Oder versteckte Items. Oh. Kannst du gerne haben. Einmal Rolle der Heilung und Mana-Trank. Ich werde eure Augen sein. Ich habe mal. Ja, wir können. Bleiben mal einfach hier stehen, weil die. Was muss offenbart werden? Ich gehe ungesehen. Oder sollen wir die. Na, die können wir jetzt nicht mehr machen. Shit. Ich werde eure Augen sein. Ich schau mal rein. Dude gehabt. Mal sehen. Ich schau mal rein. Hier müssten wir hin. Und diese Wachen müssten wir kennen, weil ich glaube, hier sind nämlich auch noch. Hier, so viel ich weiß, sind nämlich auch noch mal in Käfigen Akolyten. Die wir brauchen. Ja, hier ist auch noch einer. Ne? Also den hast du gerade gepinkt, oder? Ja. Den da oben. Mhm. Ja, dann kommt man nicht drum rum, dass man die irgendwie. Was muss offenbart werden? Die einzeln pullen? Ich gehe ungesehen. Schau mal, weil wir brauchen insgesamt 25. Alles soll offenbart werden. Schau mal, dass ich den ein. Hi. Ha! Nein, bleibst du da. Komm mit. Tötet sie alle! Ja, tötet sie alle! Wir pullen euch alle einzeln raus und dann töten wir euch. Funktioniert das so? Ich hoff's. So. Warte, ich komme noch ein Stück zurück. Ah, okay. Passt. Geht schon so. Aber ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Schauen wir mal. Ich denke nicht, dass wir den einzelnen kriegen. Oh, doch. Oh. Okay, weit. Ich kann nicht mehr zurück. Shit, der hat mich eingenetzt. Ich werde eure Augen sein. Aber die sind kaputt. So.
Okay. Willst du die da? Seht durch meine Augen. Machen, die das sind zu viele, die wenn wir da bloß hingehen, dann rennen die weg. Ja, weil wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, wie wir den hier noch kriegen. Ja. Oder ob du irgendwie vorbeisneaken kannst. Ja, nice. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch zwei. Und wo die letzten beiden sind, das weiß ich jetzt nicht. Also hier in der Stadt schon mal nicht mehr. Haben wir irgendwo was übersehen? Seht durch meine Augen. Wirst du hier nochmal nachschauen, weil dann schaue ich hier diesen Bereich nochmal kurz ab. Ja, ich gehe bloß schon mal raus. Ja. Ich werde eure Augen sein. Hier war ja nichts. Mal sehen. Ich gehe ungesehen. Ich gehe ungesehen. Ich schau mal rein. Mal sehen. Alles soll offenbart werden. Ich gehe ungesehen. Ich hab das befürchtet, dass wir nochmal hier raus dürfen. Alles soll offenbart werden. Mal sehen. Wo meinst du? Hier ungefähr. Ich schau mal rein. Haben wir da? Hier haben wir einen. Was muss offenbart werden? Mal sehen. Ich gehe ungesehen. Ah, und hinter den Bäumen ist hier auch noch ein Kind. Das könnten wir vielleicht irgendwas finden. Ich bin mir bloß nicht sicher. Ich schau mal rein. Nee, da ist soweit nicht. Ich schau mal rein. Oh, und da. Die beiden sind hier und hier. Wir müssen noch mal raus. Seht durch meine Augen. An eins sind wir ganz blind vorbeigerannt. Stopp, 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 stopp! Da ist was. Außenrum. Das war knapp. Was muss offenbart werden? Alles soll offenbart werden. Oh. Nein! Lauf! Fuck, 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 fuck! Spawn da was! Los! Lauf da vorbei, du Sau! Geht doch! Run, run, run. Geschafft! Oh. Gut, ich war nämlich gerade genetzt. Nicht gut. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Wozu brauchen wir noch Kultisten? Sie werden euch bei eurer nächsten Mission begleiten. Und die wäre? Ihr geht nach Andorhall und bergt die Überreste des ehemaligen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad. Verstehst du, warum Insane ein bisschen schwer ist? Oh ja, geht doch. Ja. Wollen wir noch ein Ründchen Halo machen oder sein lassen? Das ist schon 7:30. Das darf ich dann eher auf nächste Woche verschieben. Okay, dann machen wir es lieber nächste Woche. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Die zwei Chaoten. Also bis dahin, ciao.